Und herzlich willkommen zurück bei der weiteren Folge von Prism Architekt. Da ist unser Gefängnis ganz von oben. Ich habe nämlich zwischendurch Pause gemacht, was ich hier alle drei Folgen ungefähr machen werde. Aber ja, wo? Weil wir hatten ja noch nicht so viel zu machen. Was wollen die? Ich kann es gar nicht lesen. Machen wir auch mal auf. Ah, die wollen schlafen. Wie alle brav in die Gefängnisse reingehen, ey. Das gefällt mir. Ah, sehr schön. Ach ja, wir haben ja kein Geld. Stimmt ja. Bau eine Krankenscheiße. Stell einen Psychologe ein. Wird schwierig. Wo ist denn die Ärztin? Im Pauseraum? Nein. Ich hab eine Ärztin. Oh, hallo? Ärztin? Wo ist die Ärztin? Ah, da. Ach, ist ja geil. Die geht rum und hilft. Ja, natürlich. Komm, braucht eine Frau. Ist ein Moment. Warum waren da zwei in einer Zelle? Passt schon, irgendwie. Kann man das eigentlich? Nee, einmal gebaut kann man sicher nicht verschieben. Ach du Scheiße. Wir verbrauchen ja echt viel Strom. Na. Okay. Dass ich so weit geplant habe, dass da die Zellen schon mal gebaut werden. Ja, wir haben ja hier zwei, die drei sogar. Wieso drei? Also, hä? Muss nämlich mehr sein, weil 37 Plätze, 39, also zwei fehlen. Na egal. Passt schon irgendwie, passt schon irgendwie. Wir brauchen ja immer noch das Geld. Die Lampe habe ich aber nicht gebaut hier. Achso, okay. Ich war schon vornherein da. Müde. Ja, kannst du gleich wieder aufmachen, nicht? Weil das Raum nicht komplett ausgeleuchtet wird, wenn die hier drin ist. Ich meine, es ist jetzt nicht so versteckt hier alles. Warum sind da drei? Ich habe da nur zwei eingeteilt. Egal. 70 Euro gewinnen. Also es ist schon fünffache Geschwindigkeit. Ich habe mich schon gewundert, ja, warum geht's denn nicht zu ran? Aber ist er schon das Schnellste. Naja. Ja, unsere Bauleute haben gar nichts mehr zu tun. Was ist das? 50 Meter mal 80 Meter, gesamte Fläche 40.000 Quadratmeter. 20.000 Euro. Ah. Ich kann mich also vergrößern. Ja, okay, also ich glaube, ich echt die Karte hier vergrößern. Ich frage mich, ob es ein unendlicher Wachstum ist hier oder ob irgendwann mal Ende ist. Ich wollte gerade die Kamera drehen. Ich wollte gerade die Kamera so nach unten kippen, damit ich den 3D-Effekt habe, aber geht ja nicht. Ist ja 2D. No. Warum werfen? Komm hier. Wegwerfen. Könntest du mal hier wegwerfen? Warum? Oh, okay. Dafür kriege ich Asche. Ich weiß ja nicht, ob ich das doch für andere Sachen brauche. Kann ich auch einen Baum verkaufen? Nein, leider nicht. Schade, Bäume kann ich nicht verkaufen. Nein, nein, nein. Ach, egal. Ah, hier. Hier ist ja Geld. Kaufen. Oh, 250. Oh. 350, 400, ja, ich weiß, es addiert sich so. Personal? Wie viel kostet eine Ärzte? 1000. Brauchen wir einmal, da haben wir schon mal das eine erfüllt. Und dann müssen wir noch eine Psychologin, eine Psychotante einstellen. Die Psychotante, wo ist die Psycho? Hier, Psychologe. Kostet auch 1000.
Wir brauchen erstmal ein Büro. Ein ziemlich großes Büro wieder. Ja. Büro, Büro, Büro. Wo ist das Büro? Wie ich mal suchen muss. So, das wäre das Büro. Dann hauen wir mal einen Stuhl hier rein. Einen Tisch. Und einen Aktenschrank. Ich habe nur einen freien Wärter. Okay, naja. Oh, ich habe ja jetzt nur 10 gefunden, mehr als ich. Guck mal, was da ist? Ein Baumstamm. So, jetzt brauchen wir noch 70. Denn haben. Warum überschwemmt diese schöne Sache? Kann ich verkaufen? Ich weiß es gar nicht, warum. Da ist überhaupt keine Tür drin, sehe ich auch gerade. Ah, 1000. Psycho. So. Jetzt habe ich das geschafft und 1000 bekommen. Ist schon mal sehr toll, weil dadurch kann ich hier die Zellen bauen. Die komisch aussehen, aber egal. Materialien. So. So. Wir wollen mal erstmal das untere fertig, damit wir schon die paar Zellen mehr haben. So, dann noch ein Klo. Und als nächstes kommt die Versorgung wieder mit den Rohren. Ich guck mal jetzt, ob es halt eben mit den kleinen Rohren so weit reicht. So, da das ja ziemlich gut geklappt hat, baue ich gleich die nächsten Zellen hier. So. Und weitere. Ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Muss er hier? Ach, das letzte ist auch wieder so groß. Ah, diese Verschwendung. Ein Bett kostet 200. Ich versuche mir nur eine Reihe fertig zu machen. Versorgung? Versorgung. Wir brauchen mehr Rohre, die wir verlegen müssen. Muss ja so oder so gebaut werden. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich habe die Klos hier gebaut, oder? Ja. So. Eigentlich doof bauen, also was ich gerade so baue, ist eigentlich doof. Ich sollte mehr auf die Subventionen eingehen. Aber muss auch gebaut werden. So, das nächste, was ist das? Schalterreinigung frei. Achso. Es ist ja schon, macht ja automatisch. Nicht schlecht. Okay, dann gucken wir uns was anderes an. Wir haben keinen Verletzten mehr, das ist schon mal sehr gut. Ich muss hier öfters reingucken. Aufgabe. Ha. Egal. Bedürfnisse. Blasenleere, Darmleere, Schlafen, Essen. Ach, das ist ja cool. Das ist ja echt geil. Tagesplan. Essen.
Okay. Regelwerk. Ach, cool. Ach so, man kann sogar. Ist ja cool, dass man da. Oh. Na, da ist er. Man kann ja viel einstellen mit Essenvariation und sowas alles. Ja. Bau ein Besucherzimmer. Habe ich. Platziere mindestens 3 Besuchertische. Habe ich. Bau einen Gemeinschaftsraum. Habe ich. Platziere einen Billardtisch. Habe ich. Platziere mindestens 2 Fernseher. Habe ich nicht. Installiere mindestens 5 Telefone. Habe ich auch. Ach nee, das ist ja nicht der Gemeinschaftsraum. Das ist ja der Hof. Das ist der Personalraum. Ich glaube, der Hof wird jetzt zum. Ups. Ihr wisst schon. Zum Gemeinschaftsraum. Wo ist der Gemeinschaftsraum? Gemeinschaft. Wir brauchen mehr Gemeinschaft. Leichenhalle. Okay. Warum nicht? Ich hab's doch gelesen. Ich hatte es doch mal. Baumschule, ey. Hinrichtungsraum. Gemeinschaftsraum? Wo ist Gemeinschaftsraum? Jedenfalls würde ich das. Razzia Droge. Finde 10 gestohlene Drogen. Okay, ich sollte Razzia machen, was die allgemeine Zufriedenheit runterdreht, nur damit ich Geld bekomme. Okay, würde ich auch machen, aber egal. Waffenwerfer, entfernen die Versorgung von gestohlenem Wasser, entfernen sie. Zertifiziertes Sicherheitsverfahren. Stell einen Sicherheitschef ein. Stell 10 Wachen ein. Schalte Patrouillen frei. Weise 3 Wachen einer Patrouille zu. Das auch zu schaffen. Ich glaube, das haben wir sogar. Wir machen das uns mal als nächste Aufgabe. Hier. Das sollte ja schon eigentlich abgehakt werden, genau. Ich habe noch keinen Gemeinschaftsraum gebaut. Aber wo ist der Gemeinschaftsraum? Ich sehe gar nicht. Das ist ja die Kantine, das ist die Küche, das ist der Duschraum, Hof, Lager, Lieferung, Abfall, Hinrichtung, Werkstatt, Sicherheit, Büro, Kranke, Leiche, Gruppe, ach Gruppenraum, da. Das ist jetzt der Gruppenraum. So. Platziere mindestens 2 Fernsehen. Ach, ich habe nur 4 Telefone, sehe ich gerade. 2 Fernseher muss ich hier einmal. 1, 2. Und dennoch eine Telefonzelle. Haben die jetzt schon das fertig? Die haben das noch nicht fertig gebaut. Patrouille, habe ich schon Patrouille freigeschaltet? Oh, ich habe die Kamera schon freigeschaltet und die Patrouille. Und Wachhunde, auch geil. Am besten stelle ich mal. Ich weiß, kostet Geld. Aber. So. Planung. Stationieren. Patrouillieren. So. Es gibt hier so ein. So eins. Okay. Und dann gibt es noch den hier.
Ach so, okay. Okay, funktioniert nicht so, wie ich dachte. Egal, wir haben drei Patrouillierer. Das heißt, wir haben Geld. So. Jetzt haben wir auch wieder Geld. Das heißt, wir können jetzt erstmal bei der Versorgung noch was hier hinbauen. Vielleicht macht es mehr Sinn, noch einen zweiten Generator reinzubauen. Wie viel kostet ein Generator? Generator, Versorgung, da ist Versorgung. So, wie viel kostet denn ein kleiner Generator? 50.000, zu teuer. Muss hinkommen. Ja. Ich muss echt mal gucken, wie ich halt eben das so baue. Klappt, okay. Ich wollte nur gucken, ob das klappt. Was ich als nächstes baue, damit ich halt eben hier das Geld bekomme. Okay, das ist schon mal sehr viel. Schalter Ausbildung frei. Habe ich. Errichte einen Klassenraum. Platziere 20 Pulte. 20. Habe 15 bestandene Grundschulprogramme. Habe 5 bestandene allgemeinen Bildungsprogramme. Komm, Bildung. Wichtig. Wir brauchen ganz viel Bildung. 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 Oh. So, das ist jetzt der Raum. Ist schon irgendwas fertig? Wir können es mal automatisch schlecht zur Zelle auch hier machen. Oder auch nicht. Lassen wir lieber mal. Lassen wir immer mal. Das geht gar nicht mehr runter. Müssen die direkt am Generator sein? Dann würden ja die nichts bringen. Was heißt wirklich demontieren? Also demontieren, klar, aber kann ich die denn wieder aufbauen? Dann baue ich doch einen anderen Generator auf, wenn es zu viel wäre, wie ich finde, aber... Okay, eine Pumpstation reicht aus, um alles auszubauen. Schon mal sehr toll. Ich hoffe, das klappt hier. Ach, jetzt ist die Last auf einmal so niedrig, oder was? Was kann ich jetzt damit machen? Kann ich das jetzt irgendwie bauen und ohne dafür was schmuggeln? Du hast keine Auskunft. Ach. Ach, Spitze. Wie süß. Verstehe. Okay. Warum fehlt Strom? Deshalb. Boah, Gott, kacken die alles voll. So.
Wie ist das nicht mit automatisch mit dem Strom verbindet? Also wie die hier ineinander verbunden sind, aber... Ja. Ja. So, gleich kommt der Strom wieder. Boah, braucht doch nicht so lange. Ups. Sind zwei Generatoren nicht gut? Nein, nein. Das ist doch kacke, jetzt kann man die Aufträge nicht abbrechen. Und wenn ich jetzt den noch einschalte, geht wieder alles aus dem Fall. Ja. Das ist ja krass. Die fragen sich sicher, was da die ganze Zeit los ist im Gefängnis, aber egal. Naja. Passt schon irgendwie. Ich habe zu wenig Platz für die Küche. Ich muss tatsächlich noch eine Küche bauen. Cool wäre ja echt, wenn ich jetzt hier so einen Hof baue. Wo ist denn, na? Hier. Ja, ich überlege. Achso, stimmt ja. Vielleicht vorher gucken, wie lang das ist und dann hochziehen. So. Und da ist wieder die Mauer kaputt. Eigentlich schon Standard, dass es kaputt ist. Aber wie es alles weitergeht. Und vieles mehr, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis denn.